als Umwelt- und Friedenspartei geteilt hatte, explodieren die Kosten in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens und gefährden immer mehr Arbeitsplätze. Arbeitsplätze von hart arbeitenden Menschen, die ihre Familien und Kinder ernähren müssen und ohne ihre Arbeit in die Armut abrutschen. Ohne diese Arbeitsplätze, die für die Gesellschaft Güter oder Dienstleistungen erwirtschaften. Ah, da ist der Erste an der Spritze umgefallen von der Antifa, weil er zu lange mit Maske in der Sonne stand. Unternehmen, die neue oder junge. Macht mal bitte Platz für den Rettungswagen. Ihre Betriebe weiter zu gewährleisten, werden durch die Vernichtungspolitik der Grünen und ihrer Staatsbürgergenossen aus SPD, CDU, CSU und FDP ruiniert. So mancher wird dabei vielleicht sein Haus oder seine Wohnung verlieren und darf sich dann den Wohnungsmarkt mit Millionen sogenannter Facharbeiter teilen, die zusätzlich unser Kranken- und Rentensystem schwächen. Aber weil viele grüne Politiker nie wirklich gearbeitet haben, sehr gut von unseren Steuergeldern leben und für ihre Fehler nicht haftbar sind, ist es ein absolutes Wunschdenken, eine Expertnation wie Deutschland mit Gelegenheitsstrom betreiben zu wollen. Sichere Kernkraftwerke abzuschalten und die benötigte Energie dann aus dem Ausland auf Steuerzahlerkosten teuer einzukaufen. Das wird vielen Menschen gefallen. Die Lüge hat so viel Angst vor uns, dass wir schon mit Gegenfeuer legen werden.